In diesem Marktgeflüster lehne ich mich ein wenig aus dem Fenster, denn ich behaupte, dass die Aktienmärkte den Kampf gegen die Fed und gegen steigende Zinsen verlieren werden. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und derzeit gibt es ja vor allem ein dominantes Lager, das sagt, naja gut, lass die Fed mal ein paar Zinsanhebungen machen, aber dann wird sie die Zinsen wieder senken, weil sie der Wirtschaft nicht schaden will, weil sie den Märkten nicht schaden will. Und überhaupt ist es ja so, dass die Verschuldung bei über 80 Billionen Dollar liegt in den USA, da können die Zinsen gar nicht nach oben gehen. Könnte alles richtig sein, ist aber leider in der Praxis falsch. Warum? Weil wir jetzt das erste Mal seit 40 Jahren eine Administration, eine Regierung in den USA haben, die der Fed sagt, bring mir die Inflation nach unten, koste es, was es wolle. Warum sagt Biden und die US-Administration das? Nun, weil fast die Hälfte der Amerikaner nicht mal 1.000 Dollar Sparguthaben haben. Das bedeutet, diese steigenden Preise, die auch in den USA ja durch die Decke schießen, die kegeln diese Leute perspektivisch aus dem Konsum. Es ist so, dass wenn Biden diese 40% auch noch verliert, hat er sowieso keine Chance bei den Zwischenwahlen, die jetzt im November anstehen. Aber ohne die Inflationsbekämpfung ist diese Wahl jetzt schon verloren. Die Inflationsbekämpfung ist zumindest eine notwendige Voraussetzung, dass er überhaupt noch eine Chance hat, dass die Demokraten überhaupt noch eine Chance haben bei dieser Wahl. Und insgesamt ist es so, dass die US-Wirtschaft eben diesen Rausfall dieser fast der Hälfte der Amerikaner aus dem Konsum nicht verkraften kann. Also ist die einzige Chance wirklich, diese Inflation nach unten zu bringen. Und wie macht man das? Indem man die Zinsen anhebt, die Bilanz Summe reduziert, die Finanzkonditionen strafft. Wir haben ja derzeit das massive Problem, dass wir viel zu viel Angebot haben, viel zu viel Nachfrage haben bei viel zu wenig Angebot. Das in den USA nochmal verschärft. Die haben den größten Stimulus gemacht durch die Fed wie auch durch das Helikoptergeld der Regierung. Und wir haben die höchste Inflation in der entwickelten Welt in den USA derzeit. Die ist ja nochmal deutlich höher als in Europa. Also bleibt nichts anderes übrig, als die Inflation nach unten zu bringen, damit auch die Unternehmen perspektivisch wieder eine Chance haben, denn deren Margen, die kollabieren bei diesen gestiegenen Kosten. Und es bleibt ihnen dann nichts anderes übrig, um die Margen noch einigermaßen zu retten, als die Preise weiter anzuheben, sodass sich diese Spirale weiter dreht. Und diese Spirale muss unterbrochen werden, das weiß Powell inzwischen, das weiß Biden. Sonst hat man keine Chance, diese ganze Geschichte nochmal in den Griff zu kriegen. Kommen wir zunächst mal zu dem, was heute passiert ist. Wir sehen nämlich, dass jetzt auch die US-Banken mehr und mehr umschwenken auf diese Linie. Ups, die Fed meint es ernst, die wird die Zinsen deutlich anheben. So hat etwa die Citigroup heute gesagt, also wir erwarten, dass die Fed die Zinsen bis 2,75% in diesem Jahr noch in 2022 anheben wird. Damit hat man seine eigene Prognose von 2,0% also deutlich erhöht. Man erwartet jetzt, dass da 50 Basispunkte Zinsanhebungen kommen etc. und dass man dann weitermachen wird im Jahr 2023. Jetzt sagt zum Beispiel Sven Henrik, den ich ansonsten sehr schätze, also that's never going to happen, wird nicht passieren. Eben weil Sven Henrik in diesem Camp ist, naja, die werden die Wirtschaft nicht in die Rezession stürzen, die werden angesichts dieser Verschuldung sich das gar nicht leisten können, aber es ist eine Wahl zwischen Pest und Cholera und die Fed und die Biden müssen sich für eine dieser Varianten entscheiden und die vielleicht etwas mildere Variante ist Cholera. An der Pest verstirbt man ziemlich sicher, könnte man sagen, an Cholera vielleicht. Und jemand, der das von Anfang an am besten verstanden hat, ist Jim Bianco, der einfach klar macht, das ist hier ein absoluter Gamechanger. Das erste Mal seit 40 Jahren ist die Fed, komme was wolle und sei, tue man den Aktienmärkten weh und tue man auch der Wirtschaft weh, gezwungen, diese Inflation zu bekämpfen, denn der Fehler ist vorher schon passiert. Der Fehler wird jetzt nicht durch diese Zinsanhebungen passieren. Der Fehler ist vorher schon passiert durch diese laxe Haltung, die man zu lange trotz Stimulus, trotz schon steigender Inflation mit diesem Wort transitory immer verbunden hat. Und heute hat etwa der New York Fed-Chef Williams, die New York Fed ist ja sehr wichtig, das wichtigste Fed-District in den USA, gesagt, Fed needs to be clear that both balance sheet reduction and rising rates
will affect financial conditions. Die Fed muss also klar machen, könnte man das übersetzen, dass es sowohl durch die Bilanzsummenreduzierung als auch durch steigende Zinsen die Finanzkonditionen sich straffen müssen. Mithin also weniger Nachfrage entsteht, weil sonst kriegst du die Inflation nicht nach unten. Rezession oder Inflation, das ist Pest oder Cholera, beides ist wahrscheinlich nicht zu verhindern. Man wird die Inflation bekämpfen müssen und dann eine Rezession in Kauf nehmen müssen. Das sieht auch Seeking Alpha, eine sehr empfehlenswerte Seite in den USA, by the way, so und sagt, the Fed is focused on bringing down asset prices. Also faktisch sagt Seeking Alpha, die Fed ist der Feind der Märkte, nicht mehr der Unterstützer der Märkte. Und die Märkte haben sich ja so dran gewöhnt, viele Investoren haben sich so dran gewöhnt, dass in den letzten Jahren ja immer die Fed der Freund und Helfer war, Paul mit dovischen Kommentaren die Märkte immer wieder gerettet hat, so 2018, als man mal die Geldpolitik straffen wollte, aber wir haben jetzt nicht mehr 2018. Als Paul umsteuerte, er kann und wird jetzt nicht mehr umsteuern. Die Fed will tighten financial conditions, will die Finanzkonditionen straffen. Tighter financial conditions aber sind schlecht für stock prices und für Vermögenspreise insgesamt. Und die Fed will die Finanzkonditionen eben durch die Geldpolitik straffen. Genau das ist der Punkt. Schauen wir uns mal heute ein paar Aussagen von Fed-Mitgliedern an. Ballard sagt, wir müssen die Zinsen schneller anheben. Mester sagt, wir müssen einige 50 Basispunkte Zinsanhebungen machen und die Fed Fund Futures preisen jetzt 68% Wahrscheinlichkeit einer 50 Basispunkte Anhebung im Mai ein, 71 dann nochmal im Juni, immerhin 36 nochmal im Juli und preisen also jetzt fast 10 Zinsanhebungen, jetzt mal gemessen an 0,25% Schritten, für dieses Jahr ein. Also die Fed sagt relativ klar, was der Fall ist. Aber die Optimisten, wie auch solche Leute wie Sven Hendrik, der eigentlich jetzt kein Bulle ist, auch kein reiner Bär ist, glauben das nicht. Die sagen, naja, also wenn die Wirtschaft dann ein bisschen schwächelt, dann werden die Zinsen wieder senken müssen. Das ist der Hauptgrund für die Party, für die Rallye, die wir jetzt aus diesem Tief, aus diesem Verlaufstief, das wir vor 2,5, 3 Wochen, ich weiß nicht mehr genau, hatten, jetzt gesehen haben. Deswegen sind die Aktienmärkte in den USA an der Wall Street gestiegen. Aber dann jetzt diese Aussagen der Citigroup und plötzlich sind die Renditen für US-Staatsanleihen nach oben geschossen. Wir waren heute schon knapp über der Marke von 2,50% bei der 10-Jährigen. Wir sehen, dass die Zinskurven sich weiter invertieren und der Abverkauf an den Anleihenmärkten, der ja seit Jahresbeginn massiv ist, sich wieder mal fortgesetzt hat. Dieser Abverkauf begann mit dem Fed-Protokoll am 5. Januar, als die Fed klargemacht hat, wir meinen es wirklich ernst. Vorher haben die Märkte gedacht, naja, lass sie ein bisschen spielen. Hier sehen wir, by the way, mal die Entwicklung der Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe. Die könnte über 3% steigen, ganz bequem. Damit wären wir dann, glaube ich, so in dem Bereich aus dem Jahr 2018. Steigende Renditen, steigende Zinsen aber sind nicht so gut für die Aktienmärkte, schon deshalb, vor allem nicht für Wachstumswerte, weil eben dann eine Alternative auch zum Aktienmarkt wieder gegeben ist. Jetzt sagt etwa David Rosenberg, naja, da wird eine Rezession, ist eigentlich schon einprogrammiert. Schau dir doch mal die Bestandteile des US-Aktienmarkts an, die 70% des BIP repräsentieren. Da haben wir schon mehr als 20% Abverkauf in diesem Sektor, vor allem der Haussektor, zu dem ich gleich komme, ist ein sehr wichtiger Sektor, der uns zeigen wird, wie die Richtung läuft. Aber jetzt haben wir vor allem nächste Woche die Inflationsdaten aus den USA, also die CPI-Daten, und die dürften ziemlich hässlich werden, denn hier sehen wir mal die Gaspreise, also die Benzinpreise, die sind jetzt so hoch wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Die Inflationserwartungen aber bleiben da deutlich zurück in den sogenannten 5-Year-5-Year Inflation Swaps. Also die Inflationserwartungen haben mit den Benzinpreisen, mit dem Ölpreis nicht nachgezogen. Und hier sehen wir mal, wie steil dieser Anstieg der Benzinpreise ist. Und das hat sich jetzt in den USA auch durch eben diese Invasion der Russen in der Ukraine nochmal deutlich verschärft. Viele haben dann gedacht, als die Preise zwischendurch mal gefallen sind, ja, das wird schon wieder, aber diese Zahlen werden natürlich Eingang finden in die Inflation, die dann jetzt durch diese ganze Ukraine-Geschichte auch in den USA nochmal deutlich befeuert wird. Wie viel Schmerz kann der Konsument ertragen, fragt hier Morgan Stanley. Und er sagt also,
Wir werden das noch rausfinden müssen. Wir gehen aber davon aus, dass die Märkte weder wirklich dieses doppelte Risiko zwischen weniger Wachstum und Druck auf die Margen wirklich eingepreist haben. Und da würde ich mich anschließen. Ich bin gespannt auf die Zahlen dann aus dem ersten Quartal, die wir dann so Ende April, im Mai bekommen. Und hier vor allem jetzt eben auch der für die USA so wichtige Immobiliensektor. Hier sehen wir, Housing Demand is rolling over. Wir sehen, es geht mit den US-Immobiliendaten deutlich nach unten in letzter Zeit. Schauen Sie sich mal Immobilienaktien in den USA an, wie KB Home etc. Die sind gefallen in letzter Zeit und zeigen, dass da Stress ist am Markt, weil man eben erwartet, dass die Zinsen nach oben gehen. Und Sie dürfen eines nicht vergessen, der Amerikaner, der eine Immobilie hat, die Durchschnittsimmobilie, ist im letzten Jahr, im Jahr 2021, 52%, $52.000 mehr wert geworden. Die Durchschnittsimmobilie, der Durchschnittsverdienst eines Amerikaners liegt bei $50.000. Das heißt, diejenigen, die eine Immobilie besitzen, haben faktisch damit mehr Geld verdient, könnte man sagen, als ein durchschnittlicher Arbeitender in den USA, und das sorgt natürlich für ein gewisses Ungleichgewicht. Nehmen wir mal an, die Hauspreise würden jetzt wieder um $50.000 sinken, dann wären die also genauso wohlhabend wie zuvor sie es gewesen sind vor diesem 52% Anstieg, aber derjenige, der $50.000 nach Hause bringt, der hat ein Problem, wenn die Preise massiv nach oben gehen, er sich sowieso keine Immobilie leisten kann. Und wie gesagt, gut 40% der Amerikaner haben nicht mal $1.000, die sie irgendwie nochmal im Sparstrumpf haben. Und wir sehen zum Beispiel hier die Mortgage-Backed, die Hypothekenanträge, die MBAs. Hier sehen wir, die gehen deutlich nach unten in letzter Zeit, steigende Zinsen. Wir sehen, dass die Leistbarkeit von Häusern auf einem neuen Mehrjahrestief ist, so schlecht wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Also die Leute können sich schlichtweg auch keine Häuser mehr leisten. Dementsprechend kann auch die Fed kein Interesse daran haben, dass diese Preise weiter steigen und damit die Dinge immer schwieriger werden. Wir sehen jetzt auch bei dieser Rallye, by the way, hier mal der S&P 500, verglichen mit der New York Advanced Decline Linie. Wir sehen, dass also die Breite dieser Rallye immer schwächer geworden ist, sind immer weniger Aktien, die steigen in Relation zu Aktien, die fallen, obwohl die Märkte weiter gestiegen sind. Und heute sind die Märkte ja zunächst mal gestiegen. Die US Futures sind gestiegen, auch der DAX war positiv. Eben, da war noch ein bisschen Optimismus, bis dann die Citi kam mit dieser Aussage und die Renditen nach oben schossen. Das hat den Nasdaq dann nach unten gebracht. Nicht dramatisch alles, aber ich bin mal gespannt, wie dann nächste Woche die Dinge ausfallen werden, wenn eben die Inflationsdaten aus den USA kommen. Jetzt kommen wir nochmal zu diesem anderen Thema, was für die USA wichtig ist, aber was natürlich vor allem für uns in Europa wichtig ist, Ukraine. Da ist ja die Hoffnung immer ein bisschen da gewesen, auch durch Erdogan und die Türkei, die da als Vermittler auftreten, dass da schon irgendwas kommen kann an Waffenstillstand. Hier hat jetzt Erdogan durchblicken lassen, ja, also es gibt vier Punkte, wo man durchaus sich vielleicht einigen kann. NATO-Mitgliedschaft der Ukraine, also praktisch keine, teilweise Entwaffnung, kollektive Sicherheit, russische Sprache, das ist ja auch ein bisschen verdrängt, dass ja die russische Sprache im Grunde aus der Ukraine vertrieben wurde, wenn man so will, war praktisch als Amtssprache verboten. Das bedeutet ja auch, dass in der Ukraine zum Beispiel keine russischsprachigen Organe erscheinen durften. Die einzigen Punkte, die strittig seien, seien noch Krim und eben der Donbass. Hier die Russen wiederum sagen, also die Ukrainer scheinen wohl die Verhandlungen hier verschleppen zu wollen, die wollen Zeit gewinnen, also irgendwie das riecht nicht nach einem baldigen Waffenstillstand, ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, auch wenn Erdogan hier ein bisschen Hoffnung macht. Aber schauen wir uns jetzt mal dieses große Thema für uns vor allem Gas, Lieferungen von Gas, Bezahlungen in Rubel an. Heute hat Lindner gesagt in einem Fernsehinterview, also ich empfehle den deutschen Energieprovidern, den Energieanbietern hier nicht in Rubel zu bezahlen. Das ist eine Empfehlung. Jetzt hat das russische Außenministerium gesagt, ja, wenn der Westen nicht in Rubel unser Gas bezahlt, das könnte zu einer Crisis of Failed Payments and a Series of Bankruptcies globally führen, könnte also zu einer Welle von Bankrotten führen. Also die Russen scheinen es ernst zu meinen mit dieser Rubelbezahlung. Der Westen sagt, wir haben Verträge, die lauten in Euro und in Dollar.
Putin hat aber im Staatsfernsehen gesagt, bis Mittwoch muss das passiert sein, müssen die Verträge umgestellt sein, hat seine Energieanbieter wie Gazprom angewiesen, das bis Mittwoch umzusetzen. Wahrscheinlich versucht der Westen natürlich Zeit zu gewinnen. Jede Kubikmeter Gas, den wir irgendwie noch aus Russland bekommen, könnte vielleicht hilfreich sein. Man will da vielleicht Zeit gewinnen im Westen, aber früher oder später wird es auf diesen Showdown hinauslaufen. Meine These ist, dass der Westen irgendwann dann, wenn Russland beharren wird auf seiner Rubelbezahlung, eben dieses russische Gas nicht mehr beziehen wird, mit der Folge einer massiven Rezession, die wir haben, mit schwerwiegenden Folgen, vor allem für Firmen, denn die Energieversorgung ist gesetzlich so geregelt in Deutschland, dass die Privathaushalte, deren Versorgung sichergestellt sein muss, bevor die Industrie dran ist, es sei denn, sie sei extrem energie- oder systemrelevant. Jetzt haben viele Firmen schon Schreiben bekommen von den Behörden, die ihnen gesagt haben, also pass auf, falls zu wenig Gas da ist, dann würden wir dir den Gashahn abdrehen, weil du bist nicht systemrelevant als Firma. Also da sehen wir schon, was da kommt. Das sehen wir jetzt übrigens auch im IFO-Index, der massiv fällt. Wir sehen, dass Discounter wieder die Preise anheben und wir sehen hier einen interessanten Tweet von Hu Xixin, ehemaliger Chefredakteur der Global Times, der sagt, ja, Russland und China werden squeezed durch den Westen, also werden ausgepresst durch den Westen. Indien wird früher oder später dasselbe passieren. Dementsprechend sollten China, Indien und Russland zusammenarbeiten. Ist ja schon erstaunlich, dass Indien so ein bisschen sich neutral hält, also nicht wirklich sich dagegen Russland positionieren will. Und das, obwohl vor allem unter Donald Trump ja eine Schamoffensive war, der ja Pakistan zurückgewiesen hat, Indien bevorzugt hat. Also das könnte ein ganz großes Thema werden. Und wenn Sie diese Grafik mal anschauen, Globalization Peaks followed by Sanctions in den 1920ern und heute. Wir sehen also eine Deglobalisierung und das wird einiges bedeuten, nämlich diese Sanktionen heißen Deglobalisierung mit Auswirkungen auf Lieferengpässe, Materialmangel, Inflation, Reaktion der Notenbanken etc. etc. Das ist leider der Fall, keine gute Nachricht. Und Daniel Stelter sagt zu Recht, wir befinden uns mit Russland in einem globalen Wirtschaftskrieg. Den gewinnen wir nur, wenn wir in Kategorien der Kriegswirtschaft denken und das Wirken unseres Handelns auf die Weltgemeinschaft vor allem vor politische Wunschprojekte und Tabus hierzulande stellen. Vor allem in Sachen Atomkraft meint er das. Würde man die Atommeiler weiterlaufen lassen, bräuchte man weniger russisches Gas. Würde man hier die Landwirtschaft jetzt wieder verstärkt zur Produktion fördern, wäre das sehr, sehr hilfreich, denn wir stehen möglicherweise vor einer Welthungerkrise. Da werden wahrscheinlich in Nordafrika bald dann katastrophale Zustände herrschen können. Dann kommen diese Flüchtlinge wieder zu uns. Also es hängt alles mit allem zusammen. Und diese Zusammenhänge sind auch in zwei Artikeln, meine Damen und Herren, die ich Ihnen anempfehle, greifbar. Erstens geht der Chipindustrie bald Neongas aus und Neongas braucht man für die Chipproduktion und das wird vorwiegend wo produziert? Bei Firmen in der Ukraine, in Odessa und Mariupol. Deswegen könnte man vielleicht Odessa sogar als Nadelöhr der Weltwirtschaft verstehen. Das ist der erste Artikel und der zweite Artikel, Yuan wirklich eine Gefahr für die Dominanz des Dollars. Eines in China lebenden Geschäftsmanns, der sagt, no way, dass der Yuan absehbar in irgendeiner Form eine Konkurrenz für den Dollar wird. Interessante These. Beide Artikel werde ich Ihnen verlinken. Und wünsche jetzt erstmal ein wunderschönes Wochenende. Lesen Sie diese beiden Artikel, Sie haben Zeit, das ganze Wochenende. Oder machen Sie es gleich, wenn Sie mein Video gesehen haben. Ich sage jetzt das Allerbeste in alter Frische. Am Montag, ciao.